Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Freitag, der 26. August. Wie immer haben wir natürlich auch heute für euch drei Streaming-Tipps mit dabei, die ihr euch angucken könnt. Bei Apple TV Plus startet die Serie Reich der Blinden in die finale dritte Staffel. In einer dystopischen Zukunft sind nach einem Virusausbruch fast alle Menschen gestorben. Die, die überlebt haben, haben ihr Augenlicht verloren und leben wieder so wie im Mittelalter. Jason Momoa spielt den Stammesführer Baba Voss, der Vater von Zwillingen wird. Und die können wie durch ein Wunder sehen. Das sorgt natürlich für viel Aufmerksamkeit und bringt die Familie und den Stamm auch in Gefahr. Denn an den Zwillingen sind auch andere interessiert. Einem verfeindeten Stamm ist es inzwischen gelungen, eine neue, sehende Waffe fertigzustellen, mit der sie die Zwillinge vernichten wollen. Doch Baba setzt alles daran, sein Volk und seine Kinder zu beschützen. Wir sind jetzt im Krieg. Die Nation, die Sehkraft als erste nutzt, wird die Welt beherrschen. Diese neue Waffe ist mächtiger, als du dir vorstellen kannst. Ganz Paya wird uns gehören. Zerbombt sie. Du bist mein Ehemann. Und ihr Vater. Du musst entscheiden, was das Beste für uns ist. Ich lass nicht zu, dass euch etwas zustößt. Eher sterbe ich. Ein Teil der Rollen wurde übrigens mit SchauspielerInnen besetzt, die wirklich blind sind. Wer die Serie noch nicht kennt, kann die erste Staffel bis Sonntag, den 28. August, kostenlos streamen, ohne Konto bei Apple TV Plus. Alle anderen, die schon soweit sind, können ab heute mit der dritten und letzten Staffel anfangen. Nach diesem doch eher dystopischen Tipp haben wir jetzt noch eine Komödie für euch. Und in der treffen Kevin Hart und Mark Wahlberg aufeinander. Der fürsorgliche Familienvater Sonny, gespielt von Kevin Hart, hat sein altes, wildes Leben eigentlich längst hinter sich gelassen. Doch dann lädt sein ehemaliger bester Freund Huck, der von Mark Wahlberg gespielt wird, ihn zu einem Partywochenende ein. Eigentlich hat Sonny gar keine Lust, aber seine Familie überzeugt ihn, dass er sich auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen muss. Hätten sie es mal lieber nicht getan, denn natürlich wird das Wochenende viel wilder als geplant. In dieser Woche geht es nicht um mich, sondern um uns. Okay. In der majestätischen kalifornischen Wüste. Unser eigenes Burning Man. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wo sind denn die Dixies? Na da. Das sind Eimer. Ja, die sind toll. Party over here. A party over here. Oh, du bist ein ängstliches Kätzchen, hm? Schau dich nur an. Oh mein Gott. Oh. Ich lege es hin. Hilfe! Ein Löwe versucht mich zu fressen! Ein Löwe! MeTime ist ein typischer Buddy-Movie, in dem zwei Männer mittleren Alters aus ihrem normalen Leben ausbrechen und verrückte Dinge erleben. Wenn das nach etwas für euch klingt, dann könnt ihr MeTime jetzt bei Netflix streamen. In unserem letzten Tipp, Tod und Spiele München 72, wollen wir uns noch einmal einem ernsteren Thema widmen. Vor 50 Jahren wurden die Olympischen Spiele in München eröffnet. Die noch junge Bundesrepublik hatte sich extra rausgeputzt, um sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Gäbe es eine Stadt des Jahres 1972, wäre es mit Sicherheit München. Ich habe mich sehr auf diese Spiele gefreut. Ich spürte, dass Deutschland zeigen wollte, dass es ein anderes Deutschland war. Alle Menschen sind lieb und nett und haben nichts Böses im Sinn. Absolut blauäugig. Morgen drang eine Gruppe palästinensischer Terroristen in das olympische Dorf und die Unterkünfte des israelischen Teams ein. Ich bin einer von acht, die an der Operation in München beteiligt waren. Die heiteren Spiele sind zu Ende. Die palästinensische Organisation Schwarzer September hat israelische SportlerInnen als Geiseln genommen. Die Geiselnahme endet mit einem Befreiungsversuch, der tragisch scheitert. Am Ende sterben alle israelischen Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf palästinensische Terroristen. Rückblickend wird der Tag der Geiselnahme als Geburtsstunde des internationalen Terrorismus bezeichnet. Die Doku Tod und Spiele München 72 könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Das war's auch schon wieder für heute. Wie immer gibt's aber auch am Wochenende neue Streaming-Tipps von uns.
Alle Folgen von unserem Podcast und damit natürlich auch Nachschub für eure Watchlist findet ihr auf detektor.fm, in der Detektor.fm-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. An dieser Episode haben Jonas Nikolik und Andreas Popella mitgearbeitet. Ich bin Aileen Frozina und sage ciao und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.